Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CSGO Overwatch mit mir, dem Aqualords. Wir sind gerade auf Dust 2 in der Runde 15 zu 6, also die Terrorists sind sehr, sehr weit hinten nach. Der erste Schuss von ihm, der hat schon sehr nach Aimbot ausgeschaut. Er verfügt über keine Skins, das kann man mal sagen. Er hat derzeit 20 zu 15, ist Erster, das war auch sehr komisch. Auch hier hat sich das Crosshair sehr, sehr komisch bewegt. Hier genauso. Also, es schaut schon einmal sehr, sehr, sehr danach aus, dass er einen Aimbot benutzt. Auf jeden Fall, es müssten jetzt auch recht viele Runden kommen, weil wir sind eigentlich grundsätzlich in der letzten, vermeintlich letzten Runde eingestiegen, gerade ins Overwatch. Also, Sprichwort trifft es mal wieder vollkommen. Ist man hinten nach, setzt man mal schnell einen Aimbot und einen Wallhack ein und das Spiel kann sich schnell drehen. Vielleicht ist es sogar noch ein Unentschieden geworden. Lassen wir uns da mal überraschen, was wir da noch alles sehen werden. Aber ich glaube, das wird wieder eine hohe Cheaterkunst sein, die wir hier sehen. Alles klar, ich glaube, jetzt konnte sich der Cheat nicht entscheiden, auf wen schieße ich wirklich. Hier hat man es genau gesehen. Traumhaft, also wirklich wunderschön, wie er hier den Aimbot einsetzt. Ich glaube, Leute, da wird sie mir auf jeden Fall recht geben. Und okay, alles klar, also wenn, wie ihr gleich seht, sie hat zwei, einmal schon bis zur Hälfte runtergeschossen, einen auf ein Drittel. Und das innerhalb nur beim Cross. Und man hat auch genau gesehen, wie sich das Cross hier wirklich verhalten hat in dieser Zeit. Also, das war schon ziemlich heftig. Auch hier also überhaupt nicht drauf gewesen. Und man hat auch sofort gesehen, dass Cross da auch. Also, das ist eindeutiger, geht es glaube ich gar nicht mehr für ein Overwatch, dass wir hier einen Aimbot da haben. Wallhack kann ich jetzt noch nicht wirklich sagen. Habe ich noch nicht wirklich was gesehen, aber der Aimbot selbst würde ja schon grundsätzlich reichen, dass wir ihn überführen können. Wobei ich sagen muss, vom Movement gar nicht einmal so schlecht. Ich meine jetzt sicherlich nicht die Creme de la Creme, aber okay, also wo er da hingeschossen hat, jetzt, aber auch hier wieder wunderbar getroffen, jeden Shot. Also, dass man einen Aimbot so hart einstellt, dass man das wirklich auch im Video so schnell und so leicht auch gleich erkennen kann, dass hier ein Cheater am Werk ist, ist schon heftig. Ich gehe aber davon aus, er hat eben nicht die ganze Zeit eingestellt gehabt, weil sonst wären sie nicht schon so weit hinten nach und hier also keinen gesehen. Gleich getroffen, also ich glaube wirklich ein Wallhack ist da auch mit dabei. Auch hier irgendwo hingeschossen, genau in den Kopf getroffen. Also das ist schon zu heftig eingestellt, finde ich. Sogar die anderen dürften das schon merken, dass er jetzt da angemacht hat. Er hat jetzt innerhalb von 3 Runden 10 Frags geholt. Also, weil deswegen haben sie ihn dann auch angeschossen. Okay, auch hier wieder wunderbar, meterweit mit der Deagle daneben geschossen und genau den Kopf getroffen. Ja, das war hart für ihn jetzt. Da hat sein Cheat nicht wirklich jetzt funktioniert. Aber sie haben trotzdem die Runde noch geholt. Ich glaube, er weiß, dass 3 lang kommen. Wow, traumhaft, traumhaft, also meterweit, also ich habe nicht einmal Gegner gesehen und er hat ihnen in den Kopf geschossen. Also da muss man wirklich sagen, das ist wirklich Cheaterkunst par excellence. Ich würde es immer beeindruckend in die Overwatch-Videos, wenn ich nicht einmal noch die Gegner sehe um die Ecke und er hat schon einen Headshot, also traumhaft, traumhaft, genau so wollen wir es sehen.
Jawohl, so muss es sein. Werden alle 5 unterstehen bei der Double Door, dann wäre das ein Ace par excellence. Also das Ace könnte er sogar noch schaffen. Wo ist der Letzte? Schafft er das Ace? Ich hoffe, er schafft das Ace. Jawohl, er hat das Ace geschafft. Mit 5 Headshots, davon 3, eigentlich 4, nein, 3 durch die Tür, einen durch die Wand. Wunderbar. Wunderbar. Oh, schön. So muss es sein. Also, es ist wirklich so einfach für uns, den zu überführen, aber es ist traumhaft, ihm zuzuschauen, wie eine Partie, die, ich glaube, 15-7 gestanden ist, noch auf ein Unentschieden drehen kann. Da sieht man mal, was ein Cheat alleine ausmacht. Auch hier, den hat man gar noch nicht wirklich gesehen, nur einen kleinen Umriss und der Headshot ist schon gesessen. Und hier, okay, er hat auf jeden Fall einen Wallhack auch dabei, weil er weiß ganz genau, hier sitzt jemand. Ja, war schön, schön, schön. Ja, also Leute, war jetzt nur mal ein kurzer Einblick in das Spiel, aber ich muss wirklich sagen, also das war traumhaft getroffen. Da kann ich auf jeden Fall sagen, zweifellos erkennbar, zweifellos erkennbar. Andere Cheats kann ich ihm jetzt nicht nachsagen und eine Spielbehinderung auch nicht wirklich, aber das war wirklich par excellence, dass er hier wunderbar getroffen hat. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also mir hat es in Einheit schon gefallen, weil man wirklich hier gesehen hat einmal, was ein Cheat wirklich bewirken kann in einem Spiel. Dass man sogar noch ein 15-7 umdrehen kann auf ein 15-15. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Unten in den Kommentaren habt ihr noch diverse Links drinnen von aktuellen Spielen. Wenn ihr den Kanal aktiv unterstützen wollt, dann kauft es bitte bei Amazon über diese Links ein. Euch kostet es nichts, also euch kostet es nicht mehr, aber ihr unterstützt somit aktiv meinen Kanal. Über ein Abo würde ich mich genauso freuen, also wie gesagt, ich glaube, ich habe es vor 4 oder vor 5 Folgen mal gesagt, ich hoffe, bis Weihnachten schaffen wir die 50 Abonnenten. Solltest du dir das Video anschauen und es dir gefallen haben, dann lass bitte auch ein Abo da. Ich versuche, dass ich jeden Tag zumindest ein Video online bekomme. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet bei einer neuen Folge von mir. Bis dahin, Baba, ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.